habe mir gedacht, bevor ich da einsteige, muss ich auch ein paar Worte sagen zum Beginn des Universums. Da gibt es nicht allzu viel zu sagen. Wir wissen nicht wirklich, was das Universum, was es ausgelöst hat, die Entstehung des Universums. Es gibt dazu spekulative Ideen. Es mag ein fluktuierendes Quantenfeld gegeben haben, zum Beispiel, dass irgendwann spontan, wie wir glauben, einen Urknall ausgelöst hat. Den stellt man sich bildlich oft so vor, dass am Anfang das Universum unheimlich dicht und heiß war, sehr schnell expandiert ist und dann schon nach kurzer Zeit sind dann Galaxien und Sterne entstanden. Und wenn Sie hier regelmäßig zu der Sternstunde gekommen sind, dann haben Sie auch schon sehr viel, glaube ich, gehört und gelernt über moderne Erkenntnisse zur Galaxienentstehung. Aber das soll ja heute nicht unser Thema sein. Wir wollen uns stattdessen mit der Frage auseinandersetzen, wie es weitergehen wird. Hier ist nochmal so gezeigt, ein bisschen grundsätzlich, was wir uns kosmologisch vorstellen über die Geschichte des Universums. Wir hatten also irgendwann etwas, das den Urknall bewirkt oder ausgelöst hat, in der absolut frühesten denkbaren Epoche, Dawn of Time, der Beginn der Zeit. Man weiß nicht wirklich, was da passiert ist. Aber wir glauben, dass zunächst mal es eine inflationäre Epoche gegeben hat, die ein Universum produziert hat, das dann später Strukturbildung, wie wir sie kennen, heute bewirkt hat. Und diese letzte Phase der Ausdehnung von einigen Sekunden bis heute, die ist wirklich gut untermauert durch Beobachtung. Die absolute Frühphase allerdings nicht. Heute ist das Universum 13,5 Milliarden Jahre alt. Das ist gesichert. Dafür gibt es sehr viel Beobachtungsdaten, die das bestätigen. Und das bewirkt jetzt die spannende Frage, wie wird es eigentlich weitergehen in der Zukunft? Und auch dafür gibt es Ideen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Die Tatsache, dass das überhaupt zu einer kosmologischen Frage geworden ist, wird das Universum vielleicht ewig leben, das ist eigentlich Albert Einstein natürlich zu verdanken, der 1915 seine berühmte allgemeine Relativitätstheorie vorgestellt hat. Und diese Theorie verknüpft in bemerkenswert eleganter Weise den Raum, die Zeit und die Schwerkraft zu einer dynamischen, geometrisch-dynamischen Theorie von Raum und Zeit. Und wie wir glauben, ist das die präziseste Beschreibung der Schwerkraft und auch der Rahmen, mit dem wir das Universum untersuchen. Einstein hat schon ziemlich bald realisiert, dass das eigentlich eine enorme Konsequenz hat, diese neue Theorie. Sie beschreibt ja ein dynamisches Universum, ein Universum, das sich ausdehnen muss oder kontrahieren muss. Und zu der damaligen Zeit, zu Ende der 1910er, 1920er Jahre, da war das eine radikale Idee. Man hat allgemein eigentlich geglaubt, dass das Universum statisch ist, dass es immer schon existiert hat. Man hat das eigentlich als völlig gegeben aufgefasst, dass es so sein muss. Und Einstein selber war auch dieser Meinung. Und deswegen hat er 1917, um seine Theorie quasi zu retten, die ja inkompatibel war mit so einem statischen Universum, die sogenannte kosmologische Konstante eingeführt in die allgemeine Realitätstheorie. Das ist so ein Kraftfeld, das quasi der Schwerkraft entgegenwirkt. Und dann kann man es arrangieren, dass man ein quasi stationäres Universum bekommt. Zwar eigentlich instabil, aber das ist eher ein technisches Problem. Und da war also zunächst mal die allgemeine Relativitätstheorie gerettet. Es war dann eine wirklich bahnbrechende Beobachtung von Edwin Hubble 1929, der nachgewiesen hat, dass sich weit entfernte Galaxien von uns wegbewegen. Und zwar mit einer Geschwindigkeit, die mit dem Abstand zunimmt. Das ist das sogenannte Hubble-Gesetz. Das ist hier auch mal als Gleichung dargestellt. Geschwindigkeit v ist proportional zu der Hubble-Konstante mal dem Abstand der Galaxie. Und hier sind auch Daten gezeigt, die etwas moderner sind, die diesen Zusammenhang illustrieren. Und es bedeutet, dass das Universum wie ein Hefeteig aufgeht. Wenn man sich die Galaxien als die Rosinen vorstellt, wie so ein Hefeteig, und der aufgeblasen wird, dann entfernen sich die alle voneinander und die Entfernungsgeschwindigkeit nimmt mit dem Abstand zu. Und heute, das ist vielfach extrem präzise, heute bestätigt, und wir können diesen Zusammenhang auch benutzen, ist unglaublich große Distanzen, Milliarden von Lichtjahren, die zurück in die Zeit blicken und sehen,
wie sich das Universum ausdehnt und sogar wie sich die Ausdehnungsgeschwindigkeit mit der Zeit verändert hat. Denn anders als dieser Name ausdrückt, die Hubble-Konstante, die Ausdehnungsrate des Universums, die ist überhaupt nicht konstant. Die ist räumlich konstant, das heißt, das Universum dehnt sich überall etwa gleich schnell aus, aber sie ist nicht konstant in der Zeit, diese Ausdehnungsrate. Darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Es verändert sich in der Zeit. Nun, die Frage, die sich dann sofort stellt, ist, wird die Ausdehnung des Universums ewig weitergehen? Auch in der Zukunft. Und das war für lange Zeit eine der wichtigsten kosmologischen Fragen. Denn in dieser Theorie von Albert Einstein gibt es einen Parameter, den sogenannten Dichteparameter Omega, der uns darüber Auskunft gibt, was die globale Geometrie des Universums ist und was auch sein endgültiges Schicksal sein sollte. Im Wesentlichen ist dieses Omega einfach die mittlere Dichte des Universums im Verhältnis zur sogenannten kritischen Dichte. Die mittlere Dichte ist ein Maß, wie stark die Gravitation ist. Und diese kritische Dichte, die ist proportional zur Hubble-Rate zum Quadrat, die im Prinzip misst so etwas wie den Schwung des Universums, der sich aus dem Urknall ergibt. Und es geht jetzt einfach um die Frage, ist die Schwerkraft groß genug, um den Schwung des Urknalls abzubremsen, sodass irgendwann die Ausdehnung des Urknalls des Universums zum Stillstand kommt, vielleicht sich danach umkehrt, sodass das Universum wieder zusammenstürzt oder eben, ob die Schwerkraft nicht ausreicht und sich das Universum weiter ausdehnt, bis in alle Zukunft. Und man landläufig kann einfach unterscheiden, im Prinzip drei Fälle. Dieser Omega-Wert größer als 1 ist, in dem Fall ist die Schwerkraft also sehr stark, dann hat man eine geschlossene Raumgeometrie, der allgemeinen Realitätstheorie ergibt sich dann so eine sphärische Raumkrümmung, das muss man sich allerdings nicht nur zweidimensional vorstellen, sondern für den gesamten dreidimensionalen Raum, der ist dann in sich gekrümmt und das Raumvolumen des Universums ist dann auch endlich in dem Fall. Oder Omega ist kleiner als 1, dann reicht die Schwerkraft nicht aus. Dann wird die Ausdehnung immer weitergehen und man hat einen sogenannten hyperbolischen Raum, eine Sattelfläche. Der Raum ist überall negativ gekrümmt. Oder aber Omega ist genau 1, sozusagen der Grenzfall. In dem Fall ergibt sich ein euklidischer Raum, so wie wir das aus der euklidischen Mathematik kennen, der ist nicht in sich gekrümmt. Und hier würde die Raumausdehnung irgendwann asymptotisch immer langsamer werden, irgendwann auf Null abfallen, aber sich nie umdrehen. Nun, das ist im Prinzip eine einfache Geschichte. Wir müssen nur entscheiden, was Omega ist. Und das ist eine Beobachtungsfrage der Astronomie. Ich komme darauf zurück nachher, was sind die aktuellen Antworten. Aber es ergab sich dann noch eine Schwierigkeit, nämlich Einsteins kosmologische Konstante. Die ist zunächst mal von Einstein selber verworfen worden als eine dumme Idee, nachdem ja entdeckt worden ist, dass sich das Universum tatsächlich dynamisch entwickelt. Und brauchte man die eigentlich nicht mehr. Aber in jüngerer Zeit, vor etwa guten 10 Jahren hat man entdeckt, dass das Universum angefangen hat, vor einigen Milliarden Jahren sich beschleunigt auszudehnen. Und das ist was, was man mit der Schwerkraft allein nicht erklären kann, weil die Schwerkraft bremst nur die Ausdehnung. Da wird die Ausdehnungsrate immer abnehmen mit der Zeit. Und vor 5 Milliarden Jahren hat sie plötzlich angefangen zuzunehmen. Und diese beschleunigte Expansion, die kann man nur mit so einer kosmologischen Konstante bekommen. Und deswegen ist das jetzt in der Astrophysik wieder aktuell. Spricht hier von sogenannter dunkler Energie. Und das Schicksal des Universums wird jetzt von 2 Komponenten bestimmt. Die eine Frage ist, wie viel Materie gibt es? Wie dicht ist das Universum? Das ist die Quelle der Schwerkraft. Und die andere Frage ist, wie viel Energie steckt im Vakuum? Das ist eine Art Antischwerkraft. Und die Balance dieser 2 Werte, es gibt 2 Omega-Werte davon, Omega M hier oben rechts und Omega Lambda. Die 2 Werte, die bestimmen zunächst mal Ausdehnungsgeschichte des Universums und damit auch, wie es weitergehen wird. Das ist mal hier in so einem typischen Diagramm aufgemalt. Sie sehen hier im Prinzip die Größe des Universums als Funktion der Zeit, wie sich das über die Zeit entwickelt. Und in Gelb ist zum Beispiel mal ein Universum gezeigt, das jetzt geschlossen wäre, wo die Dichte sehr hoch ist. Da stürzt der Raum irgendwann wieder zusammen. Das Universum wird also symmetrisch zum Urknall nach einer maximalen Größe wieder zusammenstürzen und dort ja, vernichtet werden wollen. Und dann gibt es den Fall, wo wir genau den euklidischen Raum haben, das ist der grüne Fall, wo
Omega 1 ist, Omega Materie 1, die dunkle Energie ist, verschwindet, dann wird es asymptotisch immer größer, das Universum aber mit der Zeit immer langsamer. Der blaue Fall ist jetzt so ein unterdichtes Universum, ein hyperbolisches, da wird es auch ewig weitergehen mit der Ausdehnung. Und schließlich der rote Fall, da steht jetzt dran Omega Materie ist 0,3 und Omega Lambda ist 0,7. Das ist der Fall, der tatsächlich der Natur vorliegt, scheinbar. Da wird die Raumausdehnung auch ewig weitergehen. Und später, mit späterer Zeit, erfolgt es beschleunigt. Da steigt die Kurve plötzlich schneller an und strebt dann gegen hin. Das bedeutet, das Universum wird immer größer. Das ist also der Fall, der wohl im Standardmodell der Kosmologie tatsächlich realisiert ist. Und das hat ein paar seltsame Konsequenzen. Also die Materiedichte und die Dichte der dunklen Energie addieren sich genau zu 1. Das ist schon mal interessant. Das weiß man auch nicht wirklich, warum das notwendigerweise so ist. Es ist so theoretisch ganz wunderbar, dass es so ist, weil das mehrere Probleme löst in der Kosmologie. Jedenfalls ist damit der Raum euklidisch auch flach. Das macht die Sache auch einfacher. Und die aktuellen Werte sind nicht genau 0,3, 0,7, sind näher dran bei einem Viertel und drei Viertel. Das ist also aktuell. Die Konsequenzen davon, von diesen astrophysikalischen Beobachtungen, die das bestätigen, dieses Weltmodell, sind mehrere. Zum einen bedeutet es, dass das Universum sich ewig ausdehnen wird. Es wird also nicht zusammenstürzen, wenn das so stimmt. Außerdem hat das Universum schon heute eine Phase der beschleunigten Expansion begonnen. Das heißt, dunkle Energie, die dominiert bereits über die Materiedichte, die bremsende Materiedichte. Es hat auch zur Konsequenz, dass die weitere Strukturentstehung im Universum aufhört. Man sagt da, sie friert aus. Das bedeutet, das liegt einfach daran, dass der Raum sich angefangen hat, so schnell auszudehnen, dass Galaxien es immer schwerer haben, sich zu finden und zu noch größeren Galaxien zu verschmelzen. Als Konsequenz wird es zum Beispiel auch keine noch größeren Galaxienhaufen geben, als wir sie heute schon haben, oder nur unwesentlich größere. Eine Sache muss ich aber erwähnen, es wird zum Beispiel noch dazu kommen, dass die Milchstraße, unsere Heimatgalaxie, mit der Andromeda-Galaxie verschmilzt, und zwar noch innerhalb der Lebenszeit der Sonne, so in 4 Milliarden Jahren, 4 bis 5 Milliarden Jahren. Die zwei Galaxien, die Andromeda-Galaxie ist auch eine große Spiralgalaxie, die treiben aufeinander zu und bilden dann irgendwann ein paar Milliarden Jahren eine neue Galaxie, die Milkomeda genannt wird, ein Wortspiel aus Milky Way, der Milchstraße und Andromeda, Milkomeda. Und das ist dann auch eine Konsequenz, die wir haben werden für die ferne Zukunft, sagen wir mal 1000 Milliarden Jahre von jetzt, in diesem Weltmodell. Da wird das Universum sich so schnell ausdehnen, dass das Licht entfernter Galaxien uns überhaupt nicht mehr erreichen kann. Der Nachthimmel, jedenfalls der extragalaktische Nachthimmel, wird schwarz. Und Astronomie in dem Sinn wird dann auch nicht mehr möglich sein. Allerdings wird die Milkomeda-Galaxie noch weiter existieren und die Sterne in dieser Galaxie werden noch weiter sehen. Denn es ist so, dass zumindest in der Standardkosmologie gebundene Objekte wie so eine Milchstraße nicht zerrissen werden. Die werden einfach isoliert werden. Kleine isolierte Sterninseln, die komplett vereinsamen in einem exponentiell expandierenden Raum. Aber zum Abschluss möchte ich noch über ein paar Varianten dieses Standardmodells unserer Zukunft sprechen. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass statt der konstanten dunklen Energie, die uns also so eine Geschichte beschert, wie es hier mal aufgemalt ist, wir hatten am Anfang eine Verzögerung nach dem Urknall der Raumausdehnung durch die Schwerkraft, dann später geht es in diese beschleunigte Expansion über, das liegt eben daran, dass die dunkle Energie überhand nimmt. Und der Standardfall einer kosmologischen Konstante ist hier gemalt in der Mitte mit einer konstanten dunklen Energie. Das wäre also das Schicksal, das ich gerade beschrieben habe. Verhältnismäßig ungefährlich. Wenn die dunkle Energie aber mit der Zeit noch weiter zunehmen würde, dann hat man eine sogenannte Big Rip-Kosmologie. Das große Reißen, da nimmt die Raumausdehnung so stark zu, dass irgendwann auch die Galaxien auseinandergezerrt werden und kurz danach, sogar sehr kurz danach, einzelne Sonnensysteme, dann auch einzelne Planeten und Sterne und schließlich sogar einzelne Atome. Das ist also ein recht düsteres Szenario und das passiert nach endlicher Zeit. Also zum Beispiel in 40, 50 Milliarden Jahren würde das tatsächlich dann ein Ende der Welt bedeuten. Und zwar ein sehr frappierendes Weltende. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten
Möglichkeiten sind für das Schicksal des Universums in der Zukunft. Das eine ist das große Ausfrieren, Big Freeze, wie das genannt wird, das ist sozusagen das Gegenteil zum Guten als Big Bang. Das ist das favorisierte Schicksal des Universums in der Standardkosmologie. Da haben wir also eine ewige Ausdehnung. Die Strukturentstehung wird anhalten und irgendwann wird es zum sogenannten Wärmetod des Universums kommen. Es wird beliebig langweilig, das ist das, was das aussagt. Irgendwann über Äonen werden auch die Sterne irgendwann ausbrennen und der Endzustand des Universums wird dann einer gleichen Temperatur. Und das nennt man etwas plakativ den Wärmetod. Das ist einfach, sagt die Thermodynamik, dass das dann der Endzustand sei. Der Big Rip, wenn es wirklich diese Phantomenergie gibt, wie man die nennt, das wird nicht für sehr wahrscheinlich gehalten, dann würde die dunkle Energie mit der Zeit immer stärker werden und alle Strukturen können tatsächlich zerrissen werden in endlicher Zeit. Das wird allgemein für sehr unwahrscheinlich gehalten. Auch der große Zusammensturz, ein Big Crunch als symmetrisches Spiegelbild zum Urknall liegt wohl nicht vor, jedenfalls haben wir im Moment, sind wir auf der sicheren Seite, wir haben ja eine beschleunigte Ausdehnung und keinesfalls etwas, was darauf hindeutet, dass das Universum zusammenstürzen würde. Trotzdem gibt es auch in diesen beschleunigten Ausdehnungsszenarien manche Modelle, zum Beispiel ein zyklisches Universum, die auch voraussagen, dass trotz dieser beschleunigten Ausdehnung irgendwann auch das Universum wieder zusammenstürzt und dann sich zyklisch neu generiert, durch zum Beispiel Kollisionen von sogenannten Brains, höherdimensionalen Quantenobjekten. Diese Theorien sind allerdings verhältnismäßig spekulativ und auch nicht wirklich durch Daten bisher abgesichert. Aber auch das ist eine Möglichkeit, die Astrophysiker der rein theoretischen Art auch durchspielen tatsächlich. Vielleicht, es gibt so eine ganze Reihe weiterer Spekulationen, auf die Sie vielleicht schon gestoßen sind. Das Multiversum zum Beispiel, die Idee, dass es mehrere Universen gibt, auch könnte es ein falsches Vakuum geben. Das beinhaltet die Möglichkeit, dass ganz plötzlich, spontan, das Universum in einen neuen Phasenübergang übergeht und dann auch sich drastisch auf kurze Zeitskala verändert. Das hat auch sehr drastische Konsequenzen für uns und unser Leben. Ich halte es auch für relativ unwahrscheinlich. Die Frage also, wird das Universum ewig leben, wird von den Astronomen zurzeit mit Ja beantwortet. Ganz klar, wir glauben also nicht, dass es zu einem schnellen Ende kommt, aber Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ein Statement von Mark Twain, aber wirklich sicher können wir uns nicht sagen. Herzlichen Dank.